Jetzt reicht's aber auch, Leute. Jetzt gehen wir hier zurück ins Video rein. Ja, ganz wichtig. Der Quality-Content an der Stelle. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Hype-Train läuft nach wie vor immer noch. Klar, das Ding. Gewinne, muss ich die Schuhe quasi schon auf dem Graumarkt kaufen und dann auf dem Graumarkt wieder verkaufen. Okay. Also ich glaube, dieses Video wird richtig schwer, aber ich hole mir Tipps von Leuten, die wirklich Ahnung haben. Alles klar, das ist so ein Witz. Jakob hat mir gerade geschrieben, Jakob ist mein Mitbewohner und macht so Social Media Kram mit Kampagnen und so, hat mir folgende Nachricht geschrieben. Jakob, ey, lass es. Jakob, Ehrenbruder. Warte mal. Wieso habe ich jetzt schon wieder keins? Also, ich bin auch so dumm, Alter. Ja, es ist der übelste Traum und ich weiß nicht, wie ich das schon wieder erklären soll. Jakob hat mir gerade folgende Nachricht geschrieben. Bre, okay, willst du was mit denen gemeinsam machen? Link instagram.com/heatmovement. Der hat mich nach einem Video bei dir gefragt. Wenn du Bock hast, kann ich weiterleiten. Ist so eine Sneaker-App. Ich habe geschrieben, ja geil plus. Ich habe gestern unabhängig gesagt, welche App ich benutzen will. Heute melden die sich bei mir. Dankeschön, Dankeschön. Ich kann das bestätigen, das war for real so. No joke, ich glaube, der größte Vorteil daran ist, dass die halt einfach Plan haben. Ja, und Infos bekommen, wann was online geht und Infos vor uns, also den Normalos, bekommen, wann welche Sachen bei Nike, wann welche Sachen bei Adidas online gehen, weil die irgendwelche Kontakte zu denen Smart haben oder so. Smart move, though. Nice luck. Okay, ich will es jetzt nicht hören, Dave. Komm, und die alle wichtigen Sales und Aktionen im Sneaker- und Fashion-Bereich auflistet und euch darüber informiert. Was wie geil. Die App to go. Den Link zur komplett kostenlosen App findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Kauf ich bin extrem happy, dass sie mich und dieses Projekt hier unterstützen. Es ist sehr, sehr nice, weil ich die App, wie gesagt, auch einfach selber benutze. Also ganz egal, ob ihr Sneaker kaufen wollt, um sie selber zu tragen und sie weiter zu verkaufen, ob ihr Sales und Aktionen von allen möglichen Shops in Deutschland sucht oder ob ihr einfach nur auf der Suche nach Infos zum Streetwear- und Fashion-Bereich seid. Bei der App seid ihr genau an der richtigen Adresse. Ladet euch die App jetzt runter. Absolutes Muss für alle, die sich für Sneaker und Fashion interessieren. Kuss, Kuss, Kuss. Weiter mit dem Video. Ich nehme mir 2 Wochen Zeit, weil ich glaube, dass eine Woche halt einfach nicht reicht. So, über die 2 Wochen habe ich deutlich mehr Releases. In der 2. Woche kommt zum Beispiel Stussy Air Force, Jordan 1 Mokka. Also da kommen wirklich, wirklich noch Schuhe, die glaube ich, richtig was bringen. Deswegen mache ich das Ganze über 2 Wochen. Ihr müsst eine Woche ohne Rolex Trade-Up Video auskommen. Aber es kommen wirklich unendlich viele Schuhe, unendlich viele Möglichkeiten, Schuhe zu bekommen, die Profit machen. Und genau darum kümmere ich mich jetzt. Geil. Das Problem, ich habe gestern direkt stabile Sehr Releases geil. Verpasst. Also an dem Tag, wo ich die Aktien verkauft habe, ist gestern Varsity Purple gekommen, so ein stabiler Dunk und so. Macht aber nichts, in den nächsten Tagen kommen genauso krasse Releases. Ich kümmere mich jetzt darum, so in möglichst viele Raffles für die nächsten Releases einzutragen und vielleicht sogar an Schuhe auf dem Graumarkt zu kommen, die ich jetzt gestern oder so nicht bekommen habe. Möglicherweise gibt es ja Leute, die mir die für einen guten Preis geben. Digga, wieso ist mein... Ja, Moment mal. Deshalb ist mein Mic Sound Trash. Jetzt ist besser, ne? Ja, Digga, lost, Alter. Lost. So, dass ich sie trotzdem noch für mehr verkaufen kann. Lasst uns wieder eine Menge Glück haben und eine Menge Geld verdienen. Morgen kommt folgender Schuh. Für diesen Schuh trage ich mich jetzt in alle möglichen Raffles ein. Die sind bei Heat Movement alle aufgelistet. Also ich kann einfach alle einzeln anklicken, mich dann überall eintragen. Das ist aber tatsächlich echt ein bisschen Arbeit. Yeah, das mich so ich ab, jetzt Chat, machen. Ich schwöre. Also wirklich. So, besser jetzt. Seid ihr zufrieden oder was? Und damit nur recht. Seid ihr zufrieden? Das erste Raffle, in dem ich in diesem Projekt mitmache, ist ein Win. Mittlerweile kann ich verstehen, dass mir einige Leute nicht mehr glauben würden, dass dieses Projekt real ist. Deswegen... Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Düsseldorf, um dort den Schuh im Laden abzuholen. Ich habe gerade eben extra bei A Few Store angerufen und gesagt, dass sie mir den bitte nicht liefern sollen. Einfach nur, damit ich euch zeigen kann, dass das alles real ist und ich den wirklich im Raffle bekommen habe. Kuss an Heat Movement. No joke, alle Raffles aufgelistet. Crazy. Und es hat einfach direkt geklappt. Es ist wirklich unglaublich. Ich fahre jetzt dahin, hol den Schuh ab. Jetzt investieren in Dave-Aktien, rein in die Masse. Und probiere den dann, so schnell wie es geht, zu verkaufen. Schuh abholen, den ich bei euch im Raffle bekommen habe. Tatsächlich, ich bin nach wie vor im A Few Store. Das ist der Schuh. Ab. Das ist wieder so ein Travis Scott-Ding oder was? Boah, weiß ich nicht. Also mir gefällt der ja gar nicht. Ne? Aber irgendein Affe wird den wieder für einen Zehner ziehen. Absoluter Traum. Ich würde den halt Nordrock direkt selber tragen. Für teuer Geld aber kaufen, das sage ich euch. Für dieses Projekt muss er geopfert werden. Leider habe ich den Schuh irgendwer auch ein bisschen überschätzt machen, und tatsächlich ist er relativ häufig rausgekommen. Also viele Leute hatten die Möglichkeit, den zu kaufen, was sich natürlich im Verkaufspreis widerspiegelt. Schade. Hier aber nochmal die A Few-Rechnung, damit ihr wisst, dass das wirklich alles mit rechten Dingen zugeht. Mal sehen, was wir für diesen Schuh bekommen können. Ich melde mich ganz kurz mit einer wichtigen Sache aus dem Schnitt. Wir haben 2:30 Uhr nachts, einen Tag vor Release. Ich bin immer noch am Schneiden. Es war wieder eine Menge Aufwand, wenn ihr mich also supporten wollt. Also Dave, also wenn du es nicht langsam aufhörst, diesen scheiß Britenboy-Style zu rocken hier, Digga, du siehst wirklich aus wie,
Porsche Boy, sein Urgroßvater aus London. Das reicht mir jetzt langsam mit deinen Auswüchsen hier. Und mir vielleicht dabei helfen wollt, dieses Jahr noch auf 200.000 Abonnenten zu kommen, ja, dann vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Es ist nicht so schwer, also er wird es auf jeden Fall dieses Jahr schaffen. Eigentlich waren 100.000 definitiv Abonnenten dieses Jahr, dieses Jahr schaffen. Sind wir aber so kurz vor den 200.000. Ich würde mich gebt mir hier einfach jetzt, weil ihr mir so auf den Sack geht, wie man an die Sneaker rankommt und was mit Lautstärke. Der Sneakermarkt ist absolut durch die Decke gegangen und ein Multimilliardengeschäft. Gefühlt hat es sich in vielen Fällen stark vom Sport wegbewegt, woher die verschiedenen Modelle ja eigentlich kommen, hin zu Modekram. Immer mehr Collabs mit Designern oder Musikern. Auch in der Woche, in der so, jetzt ich besser, oder? Wird ein Schuh mit J. Baldwin kommen und vermutlich preismäßig auf dem Graumarkt komplett durch die Decke gehen. Natürlich wird hier mit künstlicher Verknappung gearbeitet. Es wäre kein Problem für Nike, die Schuhe einfach in höherer Stückzahl noch zu bringen. Ja, aber was machen die mit Absicht? Weniger reinstecken muss. Dann läuft das Ganze wie ein Gewinnspiel ab. Es gibt 100 Paar Schuhe, 15.000 Leute wollen sie aber haben. Das bedeutet, es bekommt nur jeder 150. ein. Das Verrückte, man nimmt nicht an einem Gewinnspiel teil, um den Schuh kostenlos zu bekommen, zu sondern kaufen. Um eine Möglichkeit zu haben, den Schuh kaufen das zu können. Das ist krass. Man bewirbt sich also auf einen Schuh. What the fuck? First come, first serve. Das ist so krass. Erklärt sich von selbst, der Schuh kommt zu einer bestimmten Uhrzeit raus und derjenige, der den Schuh als erstes bezahlt, bekommt ihn auch. Was es hier aber für Probleme gibt, Stichwort Botting, erzählt euch gleich ein Experte. Sneakers Draw. Sneakers ist die Shop-App von Nike, über die quasi die Releases rauskommen und über die man versuchen kann, die Schuhe zu kaufen. Meistens gibt es eine Zeit, zu der der Schuh rauskommt und man hat dann 15 Minuten Zeit, sich quasi in ein Mini-Raffle einzutragen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bekommt man entweder dieses extrem befriedigende Pop-Up oder dieses deutlich häufiger zu sehende, deutlich weniger zufriedenstellende Pop-Up. Man könnte meinen, dass ich in den letzten Tagen wieder auf einer absoluten Glückssträhne unterwegs war. Dem ist aber nicht so. Ich habe in den letzten Tagen wirklich bei jedem Release mitgemacht. Also Habibi Dunk, Ambush Dunk, Jordan 1, J. Baldwin. Der J. Baldwin Schuh actually wild. Win Varsity Maze. Ich habe keinen einzigen Sneaker bekommen und ich brauche einen neuen Plan. Ich habe also ein bisschen recherchiert, was gibt es für Möglichkeiten, wie kann ich meine Chancen erhöhen. Als erstes habe ich gefunden, dass man in der Sneakers-App aktiv sein soll, sodass Nike merkt, dass man nicht nur darauf aus ist, die Sneaker beim Release zu bekommen, sondern dass man sich wirklich dafür interessiert. Also habe ich super viele Sachen geliked. Außerdem war ein Tipp, den Account auf weiblich umzustellen, weil, keine Ahnung warum, habe ich auf jeden Fall irgendwo gelesen, dass das helfen soll. Und wahrscheinlich der krasseste Tipp, den ich jetzt befolgen und einrichten werde, sind einfach mehrere Accounts. Ich nehme PayPal-Adressen von Freunden und Familie, Lieferadressen von Freunden und Familie und trage mich in jedes Release mit mehreren Accounts an. Ich weiß noch nicht, wie viel ich schaffe, aber ich würde hoffen, so 4 oder 5. Das würde meine Chancen vervier- oder fünffachen. Das hast du gut ausgerechnet, Dave. Und ich hoffe, dass es so klappen kann. Gerade sieht es aber wirklich so aus, als wäre das am wenigsten erfolgreichste Projekt. Sie haben Plattform, die dürfen da machen, was sie wollen, glaube ich. Ne? Dieser Serie. Tatsächlich habe ich in den letzten Tagen aber nicht nur Pech gehabt. Die Jungs von Heat Movement haben mir diesen Classic hier zugeschickt. Ich habe noch nie selber einen Air Force 1 in Weiß besessen. Dieser Schuh ist momentan, obwohl es ein Classic ist, super schwer zu bekommen. Und die Jungs gibt's von Heat Movement hatten neulich sogar einen Sale für den Schuh drin. Den gab es für 77 Euro bei Heat Movement. Absoluter Traum. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Es ist draußen dunkel geworden und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und wirklich Schiss bekommen, dass ich auch von den kommenden Releases keine Schuhe mehr bekomme. Das ist halt Gamble. Das ist halt wirklich. Wie kann ich sicher gehen, dass ich noch ein paar Euro es ist kein Greenstream-Raum. Habe deswegen ein bisschen rumtelefoniert. Ich habe natürlich viele Leute um mich. Ich bin der neuen Zentrale in Schweden, Leute. What the fuck? Und habe deswegen einen Kumpel gefunden, der mir ein paar Schuhe abgeben kann. In den letzten Wochen sind einige Dunks rausgekommen, die jetzt nicht super krass im Resell sind und auf denen der jetzt quasi so ein bisschen sitzen bleibt und bereit ist, mir die einfach alle zusammen für einen vernünftigen Paketpreis zu geben. Ich fahre jetzt dahin, schaue mir die an und was das für Schuhe sind. Seht ihr nach dem Interview mit Butterboy Nova, einem der größten Sneaker-Botting-YouTuber. Wenn ihr das Video in ungeschnittener Form und voller Länge sehen wollt, dann schaut auf meinem Zweitkanal vorbei oder in dem Link in der Videobeschreibung. Da beantworten wir Fragen wie, wie kommt man an einen Bot oder welche Webseiten kann man botten, welche nicht. Dieses Interview ist geschnitten und manche Aussagen sind nicht in voller Länge zu hören, also guckt euch das komplette Interview. Okay, Dave. Wer bist du und was machst du? So, my name is Nova. I'm a full-time content creator talking about botting and reselling sneakers. And yeah, that's basically it. So you get to see my entire reselling operation from where I sell it, how I buy everything, the L's that I take, the money that I lose, the money that I make. I try to show everything on my YouTube channel. Crazy. Kannst du kurz erklären, was Botting eigentlich ist, beziehungsweise was es nicht ist? As you know, with some very, very limited sneakers, what ends up happening is these things sell out very, very fast. Maybe like 2 to 3 seconds sometimes. It's very quick. So in order to help increase your chances of being able to successfully purchase sneakers, what you would have to do is purchase a bot and operate it so that it automates the entire checkout process. So you would put in your billing profile and then after that you press start and then imagine der Bot scammt dich einfach, Digga. Imagine it tries to der green screen ist so nice check out for you as fast as possible
And that's basically a summary of what botting is. Mm-hmm. Some people want it for just to buy sneakers to wear or maybe to resell or maybe a little bit of both. Okay, das interessiert mich jetzt nicht so, das könnt ihr gerne reinziehen. Ich will whatever. Jetzt wissen, was Dave am Ende gemacht hat. Let's go. Insgesamt 4 Paar gekauft. Eins davon ist ein Varsity Purple Dunk in High in der Größe 9,5 und dann nicht einen, nicht zwei, sondern dreimal Pure Platinum. Ja. Dankeschön. Hi. Ja, Resell Sneaker schon länger, hat die ganzen Paare in irgendwelchen Raffles oder in der Sneakers-App bekommen, ich weiß es nicht genau. Findet das Projekt ziemlich nice und findet das zu aufwendig, die Schuhe mit so wenig Gewinn zu verkaufen. Hä? Hat mir die deswegen für einen super Preis überlassen. Ich will jetzt wissen, für wie viel Euro. Insgesamt habe ich 450 Euro bezahlt, das ist nur 10 Euro über Retail. Also die 3 Pure Platinums habe ich zu Retail für 110 Euro von ihm bekommen und den Varsity Purple habe ich für einen 10. Aber wie viel Geld hast du jetzt verdient? Mehr bekommen, das ist... Warum sind da oben die Lochis? Super gut und damit können wir auf jeden Fall ein bisschen Profit machen. Also Kuss an, wenn ihr auch Profit machen wollt, dann ladet euch die Heat Movement App runter über den Link in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dieses Video hier supportet. Ey. Das Projekt ist tatsächlich größer geworden, als ich dachte. Okay. Ich hoffe jetzt, dass die zweite Woche noch ein bisschen besser läuft als die erste, dass wir alles verkauft bekommen und dass wir in der zweiten Woche natürlich mehr Sneaker bekommen, die im Resell dann nochmal deutlich mehr wert sind. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Okay, ich habe nichts gesagt, Junge, ich habe nichts gesagt.